Hallo zusammen. Heute habt ihr wieder die Gelegenheit, meine Predigt anzuhören, die ich im Rahmen der Sommerpredigtreihe Anfang August in der Kirche in Betzenried gehalten habe. Ich war sehr einsam, schien der Letzte zu sein, der noch Hoffnung hatte, der ein Verlangen hatte, dass dies, was ich sah, nicht alles sein konnte. Das ist ein Zitat von dem Schriftsteller Arnold Stadler. Ein andermal schreibt er: Die Zukunft war damals meine Sehnsucht. Ich sehnte mich nach einem Menschen, mit dem ich über alles hätte reden können, selbst über Gott, ohne ausgelacht zu werden. Er hatte die Erfahrung gemacht, dass er mit seinen Mitmenschen über alles reden kann, über Erfolg und Misserfolg, über Glück und Scheitern, über Sexualität und Geld, aber nicht über Gott. Von dieser Sehnsucht, Gott näher zu kommen, berichten aber auch von eh und je Menschen in der Bibel. Ein Psalmist vergleicht diese Sehnsucht mit dem Durst. In den Eingangsversen unseres Psalmes, den wir vorher miteinander gebetet haben, heißt es: Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich zu ihm kommen? Wann darf ich ihn sehen? Hier ist von der Sehnsucht und von dem Verlangen die Rede. Und dieses Verlangen kann in der Tat ein Antrieb sein, ein Motor fürs Leben. Eine solche Sehnsucht in sich zu spüren, wirkt wie eine Quelle für unser Leben. In der Bibel finden wir immer wieder solche Quellen. Von einer haben wir vorher in der Schriftlesung gehört. Ich will den Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers, umsonst. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Zeit für große Gefühle. So ist die diesjährige Sommerpredigtreihe überschrieben. Und ich möchte heute mit euch über ein Thema nachdenken, das uns alle betrifft. Über ein Gefühl, das tief in unsere Herzen verankert ist. Die Sehnsucht, die Quelle des Lebens. Jeder von uns kennt sie, jeder von uns hat sie schon einmal gespürt. Dieses mächtige Gefühl, das uns antreibt, uns bewegt und uns nach Höherem streben lässt. Sie ist ein stetiger Begleiter auf unserer Lebensreise und auf der Suche nach Erfüllung und Sinn, nach Gerechtigkeit und Frieden. Aber bewegt uns Menschen diese Sehnsucht? Und wie beschäftigt sie uns? Wie wird sie zum Antrieb, also zu einem Motor, etwas zu tun, um diese Welt wenigstens ein klein bisschen gerechter, friedlicher und bewohnbarer zu machen? Freilich, in unseren Breiten sind schon viele Sehnsüchte gestillt. Wir sind doch an so vielem überreich beschenkt und die meisten von uns sind materiell gut abgesichert. Und so kann es in der heutigen schnelllebigen Welt leicht passieren, dass wir uns von allem Möglichen ablenken lassen. Das sind zum Beispiel die materiellen Dinge. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Werbeslogan einer Bank: Mein Haus, mein Auto, meine Yacht. Aber das können auch oberflächliche Beziehungen und kurzfristige Vergnügen sein, die uns immer wieder ablenken. Aber die Sehnsucht erinnert uns daran, dass es in unserem Leben um mehr geht, als um bloßes Streben nach Attraktivität, Erfolg und Gewinn. Die Sehnsucht erinnert uns daran, dass wir eine Verantwortung haben, uns selbst und anderen gegenüber, und dass wir Gemeinschaft, Mitgefühl und Liebe nicht aus den Augen verlieren sollten.
Da denke ich besonders an die Menschen, die zu uns geflüchtet sind und immer noch flüchten. Sie haben die Sehnsucht, hier Schutz zu finden. Ich denke zum Beispiel auch an die Sehnsucht der Menschen in den Dürregebieten dieser Welt. Ihnen würde es schon genügen, wenn sie etwas anbauen könnten und wenn auf ihrem Land etwas wachsen würde, von dem sie leben könnten. Und ich denke an die, die in unmittelbarer Nähe zu uns sind, die keine Wohnung haben, die auf der Straße leben, die sich jeden Morgen danach sehnen, heute wieder satt zu werden, die sich im Winter nach einem Dach über dem Kopf und einer warmen Stube sehnen. Ja, ihr Lieben, neben all diesen weltlichen Sorgen begegnet uns aber auch in der Bibel immer wieder eine andere Sehnsucht. Denken wir an Paulus. Er empfindet die Sehnsucht zu den Thessalonichern als Zeichen der gegenseitigen Liebe und Verbundenheit durch Christus. Auch das Volk Israel ist von Sehnsucht gepackt, während es auf das Ende des Exils wartet und damit auf bessere Zeiten, in der Hoffnung auf Veränderung durch Gottes Eingreifen. Den breitesten Raum nimmt in der Bibel jedoch die Sehnsucht nach Gott selbst ein. Ich erinnere noch einmal an den Psalm 42, wo es heißt: Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir. Meine Seele durstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht sehe? Und da sind wir auch schon bei der Frage, wo wird die Sehnsucht nach Gott zumindest teilweise gestillt? Die Antwort ist einfach: in der Anbetung und im Vertrauen auf Jesus Christus. Er kennt diese Sehnsucht nach einer Welt, in der es gerechter zugeht. Er selbst sagte einmal in der Bergpredigt: Seligst sind die, da hungert und durstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. In vielen Geschichten erzählen die Propheten des Alten Testaments, aber auch die Erzählungen Jesu, von ungerechten Lebensverhältnissen und wie sie geändert werden sollen. Nun mag man denken, ja, wenn das immer so einfach wäre. Aber wie schön ist es da zu sehen und zu erleben, dass viele Menschen in unseren Gemeinden etwas dagegen tun, dass sie da sind, dass sie sich engagieren, wenn sie gebraucht werden. Sie arbeiten mit in den Kirchengemeinden, leiten Gruppen und Kreise. Sie gehen mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen verantwortungsvoll um. Oder sie kaufen Produkte aus dem fairen Handel. Es ist der Wunsch nach einer heilen Welt, in der Menschen auch von ihrer Arbeit leben können, der sie antreibt. Und da denke ich besonders an eine Firma. Sie stellt Kleidung und Ausrüstungsartikel für die sportliche Freizeit her, also Wanderkleidung, Rucksäcke, Schlafsäcke und dergleichen. Und dort gehört das gute Miteinander der Mitarbeitenden zur Firmenphilosophie. Und das wird großgeschrieben. Ebenso wollen sie auf die Erhaltung unserer Schöpfung achten und ökologisch gut produzieren. Und nicht zuletzt möchten sie ihren weltweiten Geschäftspartnern ein fairer und gerechter Verbündeter sein. Die Geschäftsführerin erzählte in einem Interview von ihrer Idee und ihrer Art zu wirtschaften. Auf die kritische Nachfrage, ob das denn weltweit gesehen nicht nur ein kleiner Tropfen auf den berühmten heißen Stein sei, antwortete sie: Ich will lieber darauf vertrauen, dass es ein Tropfen ist, der ins Wasser fällt und dann weite Kreise zieht. Ich will darauf vertrauen, dass unser Handeln sinnvolle Auswirkungen hat und dass wir Nachahmer finden. Ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer,
Da hat die Sehnsucht eines Menschen, der sich eine bessere Welt wünscht, tatsächlich Gestalt angenommen. Da ist das Verlangen und der Wunsch, die Umwelt und die Schöpfung Gottes wieder mehr in den Blick zu nehmen, Wirklichkeit geworden. Darum sollte das Streben nach Gerechtigkeit und Frieden, um diese Welt, diese Gesellschaft sinnvoller mitzugestalten, nicht nur eine Herausforderung sein, sondern zum Motor werden, zu einem Motor, der uns immer wieder neu antreibt. Aber unsere Sehnsüchte können auch ganz eigener und ganz persönlicher Art sein. Viele Einsame und manche Alleinstehenden sehnen sich schlicht und einfach nach ein wenig Gemeinschaft unter Gleichgesinnten. Manche alte, kranke Menschen sehnen sich nach einem ruhigen, friedlichen und schmerzfreien Lebensabend. Und mancher unter uns, der zu viel Arbeit, zu viel Lärm und zu viel Stress um die Ohren hat, sehnt sich einfach nach ein wenig Ruhe und Stille, nach einer Atempause für Leib und Seele. Ich halte es für sehr wichtig, diesen Sehnsüchten nachzugehen und ihnen auch manchmal nachzugeben. Und wir sollten uns diese uneigensten Sehnsüchte und Wünsche nicht abspenstig machen lassen. Wir sollten sie uns nicht kleinreden lassen von denen, die uns immer wieder einreden wollen: Da kannst du doch eh nichts ändern. Lass es doch. Das hat doch eh keinen Zweck. Arnold Stadler schreibt, ich hatte es eingangs schon zitiert, ich schien mir der Letzte zu sein, der noch Hoffnung hatte. Nein, ich bin mir nicht der Letzte, der noch Hoffnung hat, weil ich sehe, dass es da noch etwas anderes gibt. Da ist doch das Leben in unseren Kirchengemeinden und das Engagement vieler. Das sind all jene, die Besuche machen bei den Traurigen und Kranken. Und das sind die, die sich bittend und betend für ihre Mitmenschen einsetzen. Ja, es gibt viele Menschen direkt in unserer unmittelbaren Umgebung, die viele kleine Schritte tun, um das Gesicht dieser Welt zu verändern. Es gibt viele, deren Sehnen und Verlangen ein großartiger Motor fürs Leben ist. Und ich wünsche mir, dass diese Sehnsucht auch weiterhin bei uns erhalten bleibt. Vor kurzem sagte jemand in einem Gespräch zu diesem Thema zu mir: Aber sag mal, ist das kein zu unruhiges Leben, wenn man sich so sehr sehnt? Ist es nicht verkehrt, der Sehnsucht, dem Verlangen, den Wünschen nach mehr Gerechtigkeit und Frieden, vor den eigenen Sehnsüchten so viel Platz einzuräumen? Verpasst derjenige nicht das Leben hier und jetzt, oder steht da nicht die Gefahr, den Augenblick und das Heute aus den Augen zu verlieren? Verzehrt einen die Sehnsucht nicht auch manchmal? Ja, das macht sie. Und sie tut auch manchmal weh. Sie schmerzt, reißt Wunden auf und sie macht immer wieder deutlich, wie hinfällig, wie vorübergehend, wie unbefriedigend unser eigenes Leben und Handeln manchmal sein kann. Aber am Ende unseres 42. Psalms heißt es: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe ist und mein Gott ist. Und Jesus sagte: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles Übrige zufallen. Davon können diejenigen, die sich in ihrer Sehnsucht nach einer besseren Welt manchmal beinahe aufreiben, vielleicht ein Lied singen, weil sie tatsächlich spüren, dass ihnen vieles einfach so zufällt, dass sie vieles geschenkt bekommen aus heiterem Himmel. Ganz umsonst.
allein aus Gnade. Ich hoffe und wünsche euch allen, dass auch ihr davon manchmal ein Lied singen könnt, wie eure Sehnsucht zur Quelle fürs Leben geworden ist, zu einem Motor, etwas zum Guten hin zu verändern und euer Leben und euer Wirken reicher und tiefer werden lässt. Vielleicht werdet ihr dann, ganz egal, ob schwierige Wege vor oder hinter euch liegen oder ob das Leben so richtig gut läuft, mit dem Psalmisten beten. Ich breite meine Hände aus zu dir. Meine Seele durstet nach dem lebendigen Gott. Und dann dürft ihr auf das vertrauen, was auch damals schon gegolten hat, als sich Jesus am letzten Tag des Festes hinstellte und rief: Wer da Durst hat, der komme zu mir und trinke. Und wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Wasser für den leiblichen Durst und lebendiges Wasser, das unseren Lebensdurst stillt und uns selbst zur sprudelnden Quelle macht, beides schenkt uns Gott. Mit anderen Worten, das Wasser ist Gottes Heiliger Geist, der uns erfrischt und uns belebt, der Geist und Sinn erneuert und uns zu lebendigen Zeugen Gottes macht. Vertrauen wir darauf, dass er uns ein erfülltes Leben hier auf Erden schenkt und ein ewiges Leben für uns bereithält. Und dass wir dort, wo wir an unsere Grenzen kommen, wo unsere eigenen Möglichkeiten erschöpft sind, beginnen zu spüren, wie Gott hilft. Das, ihr Lieben, wünsche ich euch von Herzen, dass da der Moment ist, wo ihr spüren werdet, wie aus eurem Inneren Ströme lebendigen Wassers fließen. Amen. Und nun wünsche ich euch noch eine gute und gesegnete Woche. Bleibt behütet. Bis zum nächsten Mal.